zielen, abdrücken. Ja, das macht Spaß, finde ich auch. Ich weiß, wie man schießt. Ein Spaß ist es nicht mehr. Denkst du wirklich, ich bin so primitiv? Ich knall einen anderen Menschen ab, so wie mein Vater abgeknallt wurde? Leck mich! Mia und ich, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Ich bin schon vor einem Jahr nach München und dann hat sie am Anfang ein paar Tage bei mir gewohnt und ich habe ihr auch bei der Wohnungssuche geholfen. Na kommen Sie, seien Sie nicht so schüchtern, legen wir uns hin. Freuen Sie, was soll das? Martin! Der regt mich auf, der will was von dir, das merkt doch ein Blinder mit Krückstock. Ich will aber nichts von ihm! Warum gehst du mit ihm Wein trinken? Aus Dankbarkeit. Er hat sich super lieb um meine Familie gekümmert. Er ist unser Hausarztmensch. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ein bisschen Vertrauen gehört doch auch dazu, wenn man ein Paar ist. Sternchen, ich liebe dich. Das reicht aber manchmal nicht, Martin. Wenn wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen können, wenn du immer gleich einknickst und Zweifel hast und dir das Selbstvertrauen fehlt, dann... Dann? Ich will einen Mann, zu dem ich aufschauen kann. So? Sie wissen, wer Darko ist? Ja, das war schnell rum. Nicole hat's mir gesagt. Nicole Seifert? Es gab das Gerücht, dieser Oberleutnant Darko hätte irgendwie Schuld. Aber das hat mich nie wirklich interessiert. Was soll das gut machen? Das Leben geht doch weiter. Ist Ihnen eigentlich klar, auf was Sie sich da eingelassen haben? Was, wenn dem Jungen was passiert? Sie müssen mir glauben, ich hatte keine Ahnung. Und die Geschenke? Woher hat Ihr Freund das Geld? Er hat gut verdient, das hat er doch immer erzählt. Mit Aktien an der Börse. Wenn das von diesem Geld ist, ich will das nicht mehr. Und Ihre Beziehung? Sind Sie glücklich? Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Sie sind sehr jung. Er ist so höflich und aufmerksam. Und so lieb. Und er will was vom Leben. Haben Sie ihn gestern gesehen? Abends in unserer Bar. Halb neun. Eigentlich wollte ich mit ihm essen gehen. Markus ist dann irgendwann weg. Er musste noch was fertig machen für die Firma, wo er im März anfängt. Heute Morgen hat er mich abgeholt. Zum Shoppen. Einfach so. Dann wollte er mit mir sogar nach Paris. Er war es nicht. Was soll die Scheiße? Ich war immer für meine Tochter da, okay? Papa, wo kommst du denn her? Haben sie dich extra aus dem Knast geholt? Nee, Tula. Die haben mich nicht extra rausgeholt. Was machst du denn da, hä? Kannst du die ganzen Idioten da nicht wegschicken? Dieses Sandkorn, das ist schon lang aufgegangen und zwar bei dir. Da ist eine Schlingpflanze draus geworden und du hast es nicht mal gemerkt. Dein Freund Sebastian will sein Auto verkaufen, hat er gesagt. Aha. Warum wohl? Komm schon. Du hast sie. Sie hat dich ausgebotet. Oder warum machst du dich sonst so zum Affen? Ich hasse überhaupt niemanden nicht. Ich will einfach meinen Job wieder haben. Und deswegen muss sie Andersen verschwinden. Oder stimmt es, dass Timo Wittmann zu alt ist, die Nummer 1 zu sein?